Am Samstag steht für unsere Mannschaft das nächste große Spiel in der Bundesliga vor der Tür. Es geht in der Allianz Arena gegen den FC Bayern München. Wir haben uns unterhalten über das Spiel, aber auch über das vergangene gegen den VfB Stuttgart mit einem der Torschützen, Jan Schöppner. Gerade auch für unsere Fans war es wichtig, glaube ich, das Derby für uns ja, zu gewinnen. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, jetzt wieder ausverkauft in München. Also sind wieder viele dabei. Und ich glaube, es ist immer wichtig, vor so einer Länderspielpause noch mal eine gute Leistung ja, auf den Platz zu bringen. Dass man einfach auch mit nicht so einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause geht. Man weiß, man spielt erst wieder in 2 Wochen. Wenn was falsch läuft, dann kann man es erstmal nicht so schnell wieder gut machen. Und dass man jetzt sagt, da fahren wir hin und holen die 3 Punkte, ist es nicht. Aber dass es ein Bonusspiel ist, so gehen wir das Ganze auch nicht an. Ich glaube, wir sind da realistisch und sagen, wir fahren hin. Wir wollen auf Punkte spielen, sage ich mal, und werden dann nicht hinfahren und schon von vornherein sagen, okay, hier ist nichts zu holen für uns. Von einem, der aktuell im Kader des FCH steht, zu einem anderen, der es eine richtig lange Zeit tat. Marc Schnatterer. Auch er war dabei, als wir im Jahr 2019 im DFB-Pokal gegen die Bayern spielten. Auf das Spiel schauen wir zurück und natürlich wagen wir auch einen kleinen Ausblick auf das Spiel am Samstag. Ich kam 2008 hierher und wir waren in der Regionalliga, vierte Liga, damals gerade aufgestiegen von der Oberliga. Und gut, Bayern war nah, aber halt nur die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Aber bestimmt nicht die Profis und muss man sagen, hätten sie es einer gesagt, dass wir ja, jetzt 15, 16 Jahre später dann wirklich ein Bundesligaspiel gegen den großen FC Bayern spielen dürfen. Hätten viele uns so verrückt erklärt, aber im Endeffekt ist es der Lohn der harten Arbeit über sehr viele Jahre. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, damals haben wir uns riesig gefreut, als die Auslosung war, wir gegen Bayern spielen durften und haben uns auch extrem drauf gefreut, waren extrem gut vorbereitet. Dass es dann natürlich am Ende so ein Spiel wird, wussten wir nicht, aber es erwartet schon eine gewisse Wucht, dass wir dann auch am Anfang des Spiels auf jeden Fall ja, erlebt haben. Wir mussten damals alle in unsere Grenzen gehen und darüber hinaus. Wir mussten als Mannschaft, glaube ich, alles verteidigen, alles reinwerfen, jeden Meter gehen, um die Bayern so gut es geht, um unser Tor wegzuhalten. Und man hat ja gesehen, auch das ist schwierig. Aber als Mannschaft kannst du da schon gewisse Dinge kompensieren. Und ich glaube, das ist so das, was uns bewusst war damals. Und das, glaube ich, sollte auch mit Blick auf Samstag ja, für die Mannschaft wichtig sein. Dass man in einem Spiel, in einem Fußballspiel nie komplett chancenlos ist. Natürlich ist die Chance gering gegen Bayern, aber auch das haben schon genug Mannschaften gezeigt, dass man diese nutzen kann. Was Marc Schnatterer über das Spiel denkt, das habt ihr jetzt gehört. Interessant war aber für uns, was ihr über das Spiel denkt. Und deswegen waren wir in der Stadt unterwegs und haben mal bei euch nachgefragt. Knappe Sieg gegen VfB, denke ich, knappe Sieg in München. Ist ja klar, oder? Nach dem Heimsieg gegen VfB denke ich schon, dass der FCH einen Punkt holen kann in München. Es könnte sein, dass sie vielleicht Glück haben, sogar einen Unentschieden rausholen. Also ich glaube, dass für die Jungs alles drin ist. Sie kämpfen, sie sind sympathisch, sie wollen was erreichen. Und nach dem Spiel, dem letzten von Stuttgart, glaube ich, dass alles drin ist. Also der Zusammenhalt gegen VfB hat mir richtig Hoffnung gemacht. Und ich denke auch, dass da gegen Bayern was drin wäre auf jeden Fall. Ich glaube, dass unser Team da was mitnehmen kann. Wenn alle zusammenhalten, dann können wir da auf jeden Fall was mitnehmen und es wird ein gutes Spiel. Es ist also angerichtet. Nach dem Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart sollen jetzt die nächsten Punkte oder der nächste Punkt auswärts folgen. Das gegen die Bayern aus München. Los geht's um 15.30 Uhr. Wenn ihr keine Karten gekriegt habt für das Spiel am Samstag, dann kann ich euch das Fanradio ans Herz legen. Das ist natürlich für euch vor Ort.